Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von Katja und diese schreibt: Hallo Dandiman, hast dich für einen Neustart der Ich bewerte eure Zoos Videos entschieden? Dann also hier mein Sandbox Zoo nochmal. Ich habe all deine Videos verfolgt und freue mich auf noch viele neue Zoos. Kurz zu mir, ich bin Katja aus Rosenthal bei Peine. Aufgrund eines Unfalls mit meiner Brotschneidemaschine muss ich meinen rechten Zeigefinger ruhig halten und kann auch nicht viel damit machen. Oh, ich würde ja sagen, gute Besserung, aber das ist schon, am 1.3. hast du das Ganze geschrieben. Also ich denke mal, das ist schon genesen. Also, ja, ich hoffe es einfach mal. Kannst ja gerne in die Kommentare schreiben. Bin krankgeschrieben und dachte mir, ich baue einfach mal mit der linken Hand ein Zoo und schicke ihn dir. Für den Zoo habe ich jetzt mehrere Wochen gebraucht. Und er ist fertig angelegt. Feinheiten gehen ja aber immer noch. Ich habe keine Workshop-Sachen genutzt, sondern fertige Gebäude vom Grundspiel und DLC genutzt und selber gebaut. Ich habe keine besonderen Themenbereiche gemacht, einfach drauf losgebaut. Habe versucht, mir einen kleinen Zoo mit Wegen abzustecken und dann mit Leben zu füllen. Verrate dir einen Trick. Du hast dich oft gefragt, warum kleine Zäune bei manchen Tieren ausreichen. Das geht nur durch die unsichtbare Gehegewand. Es ist eine höhere hinter den kleinen Dekozäunen. Okay, warte nochmal. Unsichtbare Gehegewand, es ist eine höhere hinter den kleinen Dekozäunen. Es ist eine... Okay, keine Ahnung, ich verstehe es nicht ganz, aber ich weiß ungefähr, wie das funktioniert. Also, das habe ich mittlerweile gecheckt. Trotzdem, Dankeschön für den Hinweis. In meinem Zoo kannst du dich nicht verlaufen. Folge den Schildern, Rundgang in Orange, grüne Schilder weisen auf weitere Besonderheiten und lila Schilder geben Info auf kommende Gehege. An jedem Gehege ist eine Zahl in Orange. Fehlt dir eine Zahl, dann hast du ein Gehege verpasst. Gehege 3 ist nur von der Brücke sichtbar. Viel Spaß beim Besuch im Inspire Zoo. Oh Gott, habe ich es richtig ausgesprochen? Auf jeden Fall Inspire Zoo. Inspire Zoo. Schwierig auf Englisch, aber... Toller Name. Im hinteren Teil des Zoos wartet eine Überraschung auf dich. Der Zoo kann gerne öffentlich gemacht werden. Liebe Grüße, Katja. Oh, eine Überraschung für mich, da freue ich mich. Und natürlich ist der Zoo für euch dann unten in der Videobeschreibung verlinkt und hochgeladen. Könnt ihr den dann selber ausprobieren. Und ich würde sagen, jetzt gar nicht lange schnacken. Wir starten jetzt in den Zoo von Katja. Und damit sind wir auch schon angekommen im Inspire Zoo. Diesen Namen werde ich nie richtig aussprechen können. Ist aber auch sehr schwierig. Könnt ihr mal selber ausprobieren, auszusprechen. Jetzt schleichen wir wieder um die Ecke, weil ich will nicht zu schnell gehen. Die FPS sind sogar noch ganz gut. Wir haben noch über 30. Sehr angenehm. Ah, jetzt seht ihr auch gleich den Namen geschrieben. Sieht ja schon mal schön aus. Sehr schön. Gehen wir gleich mal hin. Ah, das sieht mir hier so ein bisschen zu kahl noch aus, muss ich sagen. Sieht so ein bisschen random geplaced aus. Also hier so immer mit ein bisschen Abstand die Bäume, dann die Büsche so random. Ich glaube, das hätte man noch ein bisschen schöner gestalten können. Und auch hier hinten vielleicht noch abdecken, dass man nicht so diese freie Fläche sieht. Aber halb so wild. Das ist dafür sehr schön gemacht. Inspire Zoo. Hätte man vielleicht noch ein bisschen mit Klippen, ja... etwas schöner gestalten können. Das ist jetzt nur mit dem Terrain-Tool gemacht. Ist aber trotzdem eine sehr schöne Form, finde ich. Sieht cool aus. Coole Idee. Hier auch ein bisschen Wasser. Wobei, sowas ist auch immer schöner, wenn man so eine Wasserdüse hat, dass die auch wirklich im Wasser endet. Weil es halt ein bisschen unrealistisch, dass hier einfach dann nichts nass ist und gar nichts zu sehen ist. Mein plätscherndes Wasser am Eingang finde ich ja immer cool. Aber ich glaube, ich hätte hier noch so einen kleinen Brunnen vielleicht gemacht, wo dann die Leute sich vielleicht abkühlen können oder die Hände waschen können. Das wäre, glaube ich, noch ein bisschen cooler gewesen. Und mir fehlt gerade so ein bisschen Information, Toilette und Essensläden, aber vielleicht kommen die ja hier hinter. Hm, tatsächlich, okay. Hast du dahinter versteckt, dann fehlt es mir doch nicht. So, ja, aber trotzdem coole Idee. Hier haben wir auch die Schilder. Gelb der Rundgang, chinesisches Schuppentier und Schlangenfahrt. Klingt ja interessant. Wir gehen jetzt aber erstmal zu den Läden. 38, so viele Gehege hast du? Okay, ich glaube, wir sollten uns ein bisschen beeilen. Das ist ja krass. Hier sind selbstgebaute Läden. Das sieht doch cool aus. Nicht schlecht, gefällt mir. Hier mit diesen afrikanischen Säulen. Pizza-Pan, Information und was zu trinken.
Fehlt nur noch die Toilette. Geldautomaten sind hier auch. Und so ein paar Bänke. Mir ist das teilweise noch ein bisschen zu kahl, muss ich sagen, wenn ich mich hier so umgucke. Kann aber auch daran liegen, dass gerade keine anderen Besucher im Zoo sind. Okay, ich würde sagen, wir beeilen uns ein bisschen, weil ihr habt ja gesehen, wie viele Gehege wir vor uns haben. So, Rundgang. Let's go. Hier geht auf jeden Fall auch schon mal eine Eisenbahnschiene lang. Hier ist das erste Gehege, glaube ich, ne? Ja. Chinesisches Schuppentier. Mit dieser Höhe vom Zaun bin ich immer. Ja, das ist immer schwierig, weil für Erwachsene ist das immer so, die halbe Sicht ist dann leider weg auf die Tiere. Also ich würde es mal einen kleinen Ticken höher machen, glaube ich. Und ich bin ja sowieso kein Fan von den Standardbarrieren. Also ich hätte ja sowieso was Eigenes gebaut. Aber das bemängel ich ja gefühlt immer. Aber trotzdem, kleines süßes Gehege. Hier sieht die Felswand noch so ein bisschen kahl aus. Also die muss man auf jeden Fall mit Klippen kombinieren. Die Büsche sehen auch wieder so ein bisschen, ja, random platziert aus. Also ich finde es irgendwie immer schöner, wenn man dann in der Ecke so ein paar mehr Büsche hat, dann wieder eine freie Fläche, hier so ein paar mehr Büsche. Du hast halt immer überall irgendwie was hin platziert. Weil ich platziere halt zum Beispiel so einen Busch mitten, so in der Mitte ist immer sehr seltsam. Also ich glaube, ich hätte lieber diesen großen Busch zum Beispiel hier noch daneben platziert oder so. Immer ein bisschen schöner. Finde ich zumindest. Das ist halt meine persönliche Meinung. Ansonsten, kleines süßes Gehege. Oh, hier ist schon direkt das nächste Gehege. Oha, es geht hier Schlag auf Schlag. Trampeltierchen. Auch cool, schön mit Wasser abgegrenzt. Und man kann hier über die Klippen schauen. Hat sich auch hier wieder ordentlich mit dem Terrain ausgetobt. Aber auch hier fehlt wieder ein bisschen die Klippen und Felsen. Na, da fressen sie gerade. Süßen Dinger. Das ist aber trotzdem ein cooles Gehege. Ich glaube, wir werden hier sehr viele Tiere zu Gesicht bekommen. Man kann das auch wirklich gut beobachten, das Gehege. Hier ist auch nochmal so ein Unterstand. Der sieht halt auch noch so ein bisschen kahl aus hier, ne? Also hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Gestalt mit Felsen, Pflanzen. Hier so eine. Ach, müsste man mal gucken, was man da macht. Also da gibt es sicherlich einiges. Ist natürlich in der Wüstenoptik, da macht man nicht so viele Pflanzen, ist ja logisch. Aber trotzdem kann man das auch so mit ausgetrockneten Pflanzen und so machen. Man kann zum Beispiel auch Bäume nehmen und umdrehen und dann die Wurzeln aus dem Boden ragen lassen, so ganz leicht. Dann sieht das so ein bisschen aus wie ausgetrocknetes Gras. Also das kann ich euch mal als Tipp geben. Könnt ihr mal ausprobieren. Klappt ganz gut mit den Wurzeln. Ist immer sehr gut in trockenen Landschaften und Wüsten. Und das hier sieht auch sehr schön aus. Du hast hier sehr ausgetobt mit diesem Terrain-Tool. So, hier ist ein Vivarium mit einer östliche Braunschlange. Oder was ist das? Ah, tatsächlich. Okay. Mensch, sind wir gut. Wo laufe ich denn jetzt lang hier? Hier ein Schild. Schlangenpfad, den gehen wir mal entlang. Gerne, gerne. Coole Idee. Das schlängelt sich hier auch so durch, so links, rechts. Finde ich nice, die Idee. Aber hier sieht man alle Schlangen. Das ist auch cool. Du hast die Vivarien auch immer selber eingebaut. Finde ich auch nice. Das hier. Und das Dottern. Hier ist auch ein kleiner Wasserfall. Hier fehlen auch wieder Felsen. Das werde ich aber wahrscheinlich nicht noch häufig bemängeln. Und halt so die kleinen Details und Ausschmückung, die man noch am Ende macht. Wie sie mich anguckt. Oha. Ja, die Vivarientiere. Soll ich dazu sagen? Aber der Pfad ist schön. Den hast du sehr schön bepflanzt. Gefällt mir. Auch, dass hier so die Bäume ab und zu mal rüberragen über den Weg. Immer sehr atmosphärisch. Hier ist nochmal die Anaconda. Hier haben wir wieder das gleiche Problem, was wir vorhin schon hatten. Du hast hier Wasserdüsen gemacht, was eine coole Idee ist, aber die münden halt im Nichts so ein bisschen. Ich meine, hier können die noch im Boden versickern, aber ich finde es trotzdem immer schöner, wenn hier wirklich dann ein Becken ist und das dann noch so ein bisschen plätschert da. Das ist ganz cool. Oh, das sieht auch wieder cool aus hier mit den Ranken. Wobei man hier das mit Felsen hätte auch nochmal ein bisschen schöner wirken lassen können. Ah, die Atmosphäre hier gefällt mir gut. Vielleicht hättest du ja sogar noch am Rand so ein bisschen Nebel oder so einbauen können. Vielleicht auch ein paar fallende Blätter. Ich weiß es nicht. Aber cool. Hat mir sehr gut gefallen. Nur für Personal, also für mich. Ne, wir gehen nicht rein. Jetzt gehe ich mal wieder zurück. Gehege 3 kann man nur von der Brücke sehen. Also dieses hier, hatte sie, glaube ich, geschrieben.
hier ist auch wieder, ne? Also ich bin halt auch nicht so ein Fan von diesem rohen Terrain ohne Kombination mit Felsen. In letzter Zeit sehe ich das sehr häufig, dass ihr viel mit diesem Terrain-Tool arbeitet und dann das Ganze nicht kombiniert, leider. Elefanten, Katas und Rundgang. Das heißt, hier gehen wir lang. Oh, was ist das denn hier? Ach, das ist, glaube ich, sogar gewollt, oder? Wegen dem Baum kann das sein? Ich weiß es nicht. Oder ist hier ein Fehler passiert? Aber ich würde trotzdem hier, glaube ich, ein Geländer lieber hinmachen. Nicht, dass die Leute da runterfallen. Hast ja auch leider hier die Standardwege benutzt mit Standardgeländern. Finde ich auch immer nicht so schön. Oh, das hättest du auch hier noch ein bisschen schöner machen können von der Felsarbeit. Aber es ist halt die Rückseite, hast du wahrscheinlich nicht so drauf geachtet. Von der Vorderseite sieht es bestimmt sehr gut aus. Und hier so hohe Barrieren, diese Betonbarrieren sind natürlich auch nicht so schön. Das hier für ein Gehege, sind das schon die Elefanten? Sieht so ein bisschen so aus von der Höhe hier vom Unterstand. Ich glaube, hier hätte ich, obwohl das finde ich eigentlich ganz cool, diese Ecke hier. Aber du hättest auch vielleicht hier das Ganze wieder verbinden können. Finde ich aber trotzdem ganz cool. Coole Idee. Ah, die können hier unten durch, ne? Ja, das ist cool. Das heißt, die können auf beide Seiten. Hier sind indische Elefanten drin. Sehr toll. Oh, das Geländer, das ist natürlich auch nicht so gut platziert. Das schwebt auch ein bisschen. Wahrscheinlich beim Platzieren von oben gar nicht gesehen. Aber ich glaube, du hast eine sehr gute Wegeführung. Also bis jetzt gefällt mir die echt gut. Da kann man sich auch nicht so verlaufen. Ja, du hast es auch sehr gut ausgeschildert. Jetzt seht ihr das mit den Fels. Von dieser Seite hier sehen die schon relativ interessant aus. Wobei hier sieht man das auch so ein bisschen mit dem Kopieren. Ich würde niemals zwei Steine, die nebeneinander sind, gleich von der Ausrichtung machen. Das fällt immer direkt auf, finde ich. So, hier haben wir Varis und wahrscheinlich Katas, ja. Varis und Katas. Tolle Äffchen. Leider kein begehbares Gehege. Schöne Klettermöglichkeiten. Schöne Bäume mit diesen orangenen Blüten. Auch hier schön übers Wasser ragend. Das sieht toll aus. Bin auch mit einem Wassergraben abgegrenzt. Du hast hier echt ausgetobt mit dem Terrain-Tool. Da sind auch noch so ein paar Ecken und sowas drin, die nicht ganz so gut aussehen, muss ich sagen. Hier sind auch Schlafplätze. Das sieht halt alles noch so... Solche Ecken, da muss man echt aufpassen. Also ich würde da schon noch ein bisschen mit dem Glättentool rübergehen. Ich meine, wenn mal eine Kante so ein bisschen schärfer und spitzer ist, ist es ja nicht so schlimm. Aber sowas hier sieht halt schon unrealistisch aus. Und auch solche Sachen kann man mit dem Glättentool wegbekommen. So ein Unterstand. Ja, weiter geht's. Das hier ist noch Elefanten. Oha, da sehe ich mich doch hier. Retter in Not. Indische Elefanten befreit. Auch wieder direkt eingetütet. Vielleicht bin ich doch nicht der Retter in Not. Einfach schnell weggucken. Ich habe sie befreit. Die sind frei, Leute. Alles gut. Oh, Rentiere. Oh, hier ist schön. Hier hast du eine eigene Barriere gebaut. Und da gucken sie mich direkt an. Hallo, Rudolf. Wo ist denn deine rote Nase? Vielleicht hättest du auch hier so ein bisschen Schnee reinmachen können. Hier im Hintergrund sieht man leider wieder die Barrieren. Ist aber auch ein sehr simples Gehege. Alles auf einer Ebene, so ein kleiner Wasserbereich. Das hätte man sicherlich noch ein bisschen interessanter gestalten können. Also das hier finde ich sehr cool, das mit den Baumstämmen. Und auch hier, dass du hier nochmal so eine Scheibe eingebaut hast, finde ich auch cool. Das ist immer nice, wenn man sich austobt mit den Barrieren. Links ist direkt das nächste, hier haben wir Bisons. Da ist keine Kiste. Nein, die Elefanten sind frei. Man sieht die Kiste immer noch. Hey, guck. Okay, hier sind die Bisons. Ja, auch hier wieder sehr ebenerdig mit den Barrieren gearbeitet. Das ist auch wieder so ein Gehege, das kann man echt relativ schnell hinbekommen. Also einfach eingezäunt, Gras drauf, paar Büsche, so ein paar Spielzeuge, ein fertiger Unterschlupf. Ich weiß nicht, ob das hier einer fertiger ist. Da ist keine Kiste. Also da kann man sich bestimmt noch mehr austoben. Ich sag ja immer, lieber weniger Gehege machen und sich dafür mehr austoben, als ganz viele Tiere zu haben, ganz viele Gehege und die dann nicht so spannend zu gestalten. Hier haben wir Polarwölfe. Coole Idee, aber die Scheibe muss natürlich hier eingesetzt werden, ne? Also, dass das hier so schräg davor ist, ist nicht so schön gelöst. Jetzt natürlich hier richtig reinplatzieren müssen in die Wände. Aber wunderschöne Tiere. Hier sind auch die Eisfelsen, die viele nicht mögen. Ich finde sie nicht schlecht, ich mag die. Auch wenn sie unrealistisch aussehen. Ich finde, die passen zu dem Spiel. Das Spiel hat ja sowieso so einen eigenen Grafikstil.
Oh, das ist ja natürlich auch unpraktisch, weil das Problem ist, wenn hier Leute langlaufen, die laufen hier durch, weil der Weg natürlich darunter entlang verläuft. Nehmen wir Toiletten. Sind das die ersten Toiletten, die wir sehen eigentlich? Das wäre ganz schön krass. Essensläden. Jetzt haben wir auch mal Musik. Das fehlt mir auch so ein bisschen. Gehege 8. Also, dass du die ausnummer oder durchnummeriert hast, finde ich sehr gut. Dadurch machst du es mir echt einfach. Ja, ist hier auch wieder. Die Höhe ist nicht so ganz toll und natürlich diese Standardbarrieren auch nicht so cool. Wobei ich das hier ganz cool finde, dass du hier eine Stelle ausgelassen hast und hier so ein Schild hingehangen hast. Sieht ganz nice aus. Aber selber bauen bei Barrieren finde ich immer schöner. Hier hast du das nämlich zum Beispiel gemacht. Gleich viel schöner. Ja, diese Terrain-Dinger sehen halt wieder auch nicht so toll aus. Nicht das spannendste Gehege. Schade, schade. Und du hast halt eher auf Quantität Wert gelegt. So, was haben wir hier? Gehege 9. Polarschaf. Ja, ich kann eigentlich immer dasselbe sagen, ne? Hier fehlen auch wieder Felsen und so ein bisschen die Ausschmückung. Ist teilweise sehr kantig. Und auch das Gehege hättest du definitiv noch spannender gestalten können. Ich meine, hier diese Höhenunterschiede, dass man hier hochgehen kann und so, ist schon ganz cool. Aber da fehlt noch der Feinschliff. So, das finde ich auch wieder ganz cool, dass du hier wieder so einen Mitarbeitereingang gebaut hast. Sollen die sich hier durchquetschen oder ist das hier so ein... bisschen komisch. Egal. So, hier haben wir afrikanische Wildhunde. Oh, hier hast du schon mal angefangen, mit Klippen ein bisschen zu arbeiten. Da sieht man das ganz gut. Wenn man hier noch so Klippen und so ranbastelt, dann kann das echt cool aussehen. Hier ist auch schon so ein bisschen Wasser. Der hätte aber ruhig höher sein können, der Wasserfall. Und auch hier unten fehlt dann natürlich noch das Plätschern. Ist aber trotzdem cool, so ein kleines Gewässer hier rein. Aber hier fehlt auch noch viel, ne? Das ist alles noch so im Rohbau, habe ich das Gefühl. Schade. Also hier kannst du noch sehr viel rausholen aus dem Zoo. Weil die Ideen sind schon echt gut. Spinnental, Also das finde ich immer cool, dass du solche Pfade machst mit bestimmten Vivarientieren. Und dann kann man da einmal durchlaufen. Und hier ist auch wieder sehr schön bepflanzt. Hier so ein paar fallende Blätter. Ein bisschen Nebel am Rand. Oh, das wäre schon cool. Bisschen Musik. Oder diese Atmosphärensounds wären richtig nice. So dschungelige. Gut, die Spinnen schauen wir uns jetzt nicht an. Hier ist das Terrain leider auch ein bisschen im Gebäude drin. Aber wenn das hier so rüberragt, das mag ich gern. Das ist echt cool. Ah, tolle Idee, sowas zu machen. Auch wenn das nur ein ganz kurzer Gang ist. Das finde ich auch immer cool, wenn man die Mitarbeitergebäude benutzt, weil die haben ja immer so ein schönes Interieur. Und ja, einfach so Fenster reinbaut, dass man da reingucken kann. Das finde ich immer cool. So, wo waren wir jetzt? Waren wir hier? Ne, hier waren wir noch nicht. Ach, da sind wir reingegangen. Okay. Gehege 11. Ich achte auch gar nicht auf die Nummern. Hier ist aber wieder das gleiche Problem, ne? Die Pflanzen sehen sehr random aus. Alles auf einer Ebene, überall diese Barrieren. Ist halt ein sehr schnell gebautes Gehege. Ein kleiner Wasserbereich. Oh, hier ist mal ein Wasserfall. Wird auch wieder unten so ein bisschen das Plätschern, dass das Wasser wegfließt von dem da, wo es aufkommt. Und ich finde den Ursprung nicht ganz so elegant. Hier sieht man auch die Düsen ein bisschen. Also da hättest du vielleicht oben nochmal ein kleines Gewässer machen können und dann ist der Ursprung auch ein bisschen schöner. Ja, hier auch wieder das Terrain-Tool gut benutzt, aber ist halt noch nicht fertig. Hier hast du wieder was Eigenes gebaut mit Barrieren. Ist gleich viel schöner. Das ist das, was du von meintest, ne? Hier hast du wahrscheinlich die unsichtbaren Barrieren drin. Dann was anderes vorplatziert. Oh, das ist natürlich hier auch wieder nicht so schön. Na, vom Weit sieht der Wasserfall aber eigentlich schon ganz gut aus. Das hier ist auch nicht so sauber gearbeitet. Hier ist die Eisenbahn, die fahren wir mal jetzt nicht. Die ist auch rot, ich glaube, die funktioniert gar nicht. 12. Oh, Underwater Viewing, cool. Happy Hippos. Hier fehlt auf jeden Fall. Also, das würde ich gar nicht so tief reinplatzieren, glaube ich. Würde ich eher am Rand oder so machen, außen. Weiß gar nicht, ob das im Wasser so viel Sinn macht. Na, kann man aber machen, ist jetzt nicht schlimm. Aber hier fehlt noch ein bisschen Unterwassergestaltung. Vielleicht so ein paar Baumstämme, Äste, Pflanzen und so noch rein. Paar Felsen, das sieht dann schon ganz cool aus. Okay, hier kann man auf jeden Fall die Hippos sehr gut beobachten. Natürlich, ich weiß nicht, ob es unrealistisch ist, wahrscheinlich schon. Rein theoretisch könnte das hier reinjumpen zu den Besuchern.
Jetzt vielleicht die Barriere hier so lang führen können. Hier kann man aber auch noch mehr ausschmücken, dass es ein bisschen schicker aussieht. Immer hinein. Ja, die Büsche auch wieder sehr random platziert. Aber mir fehlt da wieder ein bisschen was. Aber ich denke mal, das ist dein Baustil und das wird sich wahrscheinlich durchziehen. Sowas ist auch nicht ganz so praktisch, wenn es dann direkt hier hochgeht hinter der Scheibe. Da kann man kaum was sehen. Könnte man die nur sehen, wenn die hier sind oder halt hier die Füße sehen. Nicht ganz so schön. Für Kinder ist es wahrscheinlich ideal, weil die können da oben hin gut hingucken. Aber Erwachsene, wenn man nah rangeht, geht sogar. Na, da geht's. Okay. Nochmal Toiletten. Überall auch diese Standardbarrieren. Wieder alles auf einer Ebene. Die Büsche random platziert. Das ist halt wieder genau das Gleiche, ne? Was ich vorhin schon gesagt habe. Ist schade, weil jedes Gehege sieht irgendwie ziemlich gleich aus. Auch wenn du ab und zu mal andere Büsche und so verwendet hast. Ja, du hast halt Wert darauf gelegt, möglichst viele Tiere zu haben in deinem Zoo. Ist nicht immer die beste Entscheidung. Ja, hier auch das Ufer sieht wieder nicht ganz so gut aus. Auch ein sehr langweiliges Gehege. Alles auf einer Höhe, bis auf halt das Wasser. Und hier ein paar Pflanzen rein, ein fertiger Unterstand. Das war's. Hier hast du zumindest ein bisschen die Barrieren kombiniert. Aber ich glaube, hättest du hier diese Backsteinsäulen gegen irgendwas anderes ausgetauscht, selbst wenn es nur so ein Baumstamm oder so ist. Das hätte, glaube ich, schon viel besser ausgesehen. Die hätte ich auch schon gesehen, ne? Wenn ich ein Gehege übersehe, dann passt das schon, denke ich. Oh, hier hast du wieder schöne Felsarbeit gemacht am Rand. Das gefällt mir. Hier geht es dann auch runter so ein bisschen. Das ist mal ein bisschen spannenderes Gehege, das ist schön. Hier kann man auch von oben runter gucken, dann sieht man das ganz gut. Das Gewässer kann man natürlich noch ein bisschen schöner, glaube ich, machen. Was für so eine kleine Schlammpfütze, die ausgetrocknet ist. Aber das hier sieht ganz interessant aus. Hier hast du mal ein bisschen mit Klippen gearbeitet. Viel, viel besser. Auch hier am Rand und so. Das ist auf jeden Fall cooler. Hier ist dann auch nochmal ein Unterstand. Weiter geht's. Wir haben ja noch... Wir haben nicht mal die Hälfte geschafft. Ich versuche mich jetzt mal ein bisschen zu beeilen, Leute. Ne? Muss ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Hier gibt es so viel zu sehen. Aber mit Höhenunterschieden hast du dich leider auch nie so oft ausgetobt. Hier ist auch wieder alles sehr flach. Ein paar Bäume platziert. Leider keine Klippen. Aber hier hast du wenigstens mal eine eigene Barrieremauer gebaut. Mit diesem Sandstein oder was das ist. Das ist ganz cool. Aber den Gebäuden kannst du dich auch noch ein bisschen mehr austoben. Was so Verzierung und so angeht. Hier gibt es ja solche Zierleisten und so. Die hättest du hier noch hinbauen können. Dann werden die Gebäude auch noch ein bisschen spannender. Das ist aber hier wieder sehr cool gemacht, mit den Laternen auch. Hier kann man die dann beim Schlafen sehen. Auch verdunkelt, perfekt. Gut, hier kann man das natürlich ein bisschen sauberer noch am Weg entlang platzieren. Du kannst ja das Glas auch abrunden. Du hast das hier leider alles sehr eckig gemacht. So, hier geht's wieder zurück. Das hatten wir gesehen. Gehege 17. Oh, hier hast du auch wieder was Eigenes gebaut. Guck mal, wie viel schöner das aussieht. Richtig cool, sowas gefällt mir. Das ist toll. Hast du auch eine eigene Abgrenzung gemacht. Wenn man sowas Eckiges baut, würde ich auf jeden Fall in solche Ecken irgendwie eine Säule oder irgendwas machen. Macht es immer ein bisschen schöner. Aber das ist ein schickes Gehege. Klein, aber fein. Auch ein schönes Gebäude hier gebaut mit schönen Klettermöglichkeiten. Oh, das ist cool. Ja, hier drin können die auch ein bisschen rumklettern. Das finde ich nice. Du hast auch hier das hier schön abgesteckt mit so ein paar Felsen. Sehr cool. Aber jetzt sehen wir hier gleich nochmal ein paar bessere Gehege. Das ist schön. Wird zumindest gerade ein bisschen besser. Hier ist nochmal eine Eistoilette. Haben wir den Eisbereich nicht schon hinter uns? Jetzt sind wir hier bei den Löwen auf der anderen Seite. Rundgang. Bootstour. Das hat echt viel untergebracht hier. Gehege 24. 18 bis 24. Ah, das sind die Tiernummern. Okay. Nicht die Gehegenummern. Hier geht es zumindest mal ein bisschen runter. Sowas macht immer schon viel aus, wenn man an Rändern und so runter geht. Vielleicht wirkt das nicht ganz so gerade. Aber die Büsche sind mir auch wieder nicht so schön platziert, finde ich. Oh, hier ist auch was vom Plätschern nicht gut gelungen. So, gehen wir mal weiter.
Bei den Mitarbeitereingängen warst du echt kreativ. Jeder sieht anders aus. Das ist cool. Was haben wir denn hier? Eisbär wahrscheinlich, ne? Nee, ist gar kein Tier drin, oder was? Doch, das Eisbär, okay. Der hat einfach ein riesiges Gehege. Da ist es auch ausgeschildert. Oh, jetzt schwebe ich hier. Oh nee, der Weg ist verbuggt. Ach Mensch. Ach, Planet Zoo. So, hier waren wir. Da war auch gerade ein Mitarbeiter, das ist perfekt. Ahahaha. Ticketcam. So. Eisbärengehege. Fehlen mir auch ein bisschen die Höhenunterschiede und die Gestaltung. Sieht leer, sehr leer und langweilig aus, das Gehege noch. Jetzt ruhig ein bisschen mehr mit diesen Eisdingern und so arbeiten können. Und mit Höhenunterschieden. Aber ich finde schon mal gut, hier hast du versucht, alles mit so Felsen abzustecken. Sieht natürlich hier noch so ein bisschen zu gleichmäßig und so aus. Aber da fehlt halt so ein bisschen der Feinschliff. Aber dass man von hier oben runter gucken kann, finde ich sehr cool. Hat man eine gute Sicht. Der anderen Seite ist auch direkt wieder was. Oh, hier sind auf jeden Fall wieder mal ein paar Höhenunterschiede drin. Allerdings fehlt hier auch wieder der Feinschliff. Hier haben wir Mandrills. Immer eine schöne Aussichtsplattform. Kann man nochmal die Eisbären sehen. Gott, wo gehe ich denn jetzt lang? Ist nicht ausgeschildert. Ich glaube, ich bin aber richtig. Hier ist das nächste Gehege. Hier ist auch wieder ein paar Höhenunterschiede drin. Das ist schon gleich viel schöner. Auch wenn mir das immer noch zu kantig ist an der einen oder anderen Stelle. Wieder ein sehr schöner Unterstand hier. Der sieht cool aus. Sehr interessant. Dieser Seite haben wir noch Mann. Nee. Auch wieder Bären, ne? Das ist ein Gehege mit sehr vielen Höhenunterschieden. Cool. 27 ist das. Hier kann man auch nochmal runter gucken. Können die hier nicht hoch? Na, ich glaube, das ist zu steil. Hier hatten wir auch gerade schon reingeguckt. Okay. Ja, hier sind taiwanische Schwarzbären drin. Ist mir auch teilweise so ein bisschen zu random platziert, die Sachen. Ich finde es immer schöner, wenn man zum Beispiel die Bäume hier nach links ein bisschen bewegt, da nach rechts, dass man einen schöneren Blick auf das Gehege hat. Verdeckt halt leider sehr viel. Ah, hier ist das nächste Gehege, afrikanische Elefanten. Sieht auch noch sehr kahl aus. Soll ja wahrscheinlich relativ trocken sein, aber sieht noch sehr unfertig aus. Das hier ist sehr cool, dass die Schienen hier auf dieser Höhe sind und dann hinter den Büschen langlaufen. Wenn hier der Zug lang fährt, ich glaube, das ist sehr atmosphärisch. Coole Idee. Dreißig. Auch wieder schön hier mit Klippen abgesteckt, aber leider ein sehr langweiliges Gehege. Hier ist wieder der Mitarbeitereingang. So hättest du dich mal bei den Barrieren und so lieber austoben sollen. Dass du jedes Mal eine andere Barriere und so brauchst. Das finde ich immer viel cooler. Aber ist trotzdem cool natürlich, ne? Dass du hier so schöne Mitarbeitereingänge baust. Da kann man sich sicherlich Inspiration abholen. So, 31. Hier haben wir Faun. Auch leider nicht so ein spannendes Gehege. 32. Oh, das sieht schon wieder schöner aus. Auch wenn es, ja, hier vom Wasser und so wieder relativ unfertig aussieht. Aber das hier sieht schon mal cool aus, das Haus. Das finde ich cool, dass du das so eingebaut hast mit Efeu. Wobei das schon ein bisschen zu viel ist. Hier, wo das Wasser rauskommt, hätte ich vielleicht keinen Efeu-Former gemacht, glaube ich. Aber die Idee ist cool. Ist aber leider auch nicht ganz so sauber umgesetzt. Was ist das denn hier? Kann Efeu so nach oben wachsen? Ich glaube, so hoch nicht, oder? Das wäre ein bisschen unlogisch. Das hier finde ich aber ganz interessant. Das Haus hier. Aber da kann man auch noch ein bisschen mehr ausschmücken. Haben wir das gesehen? Nee. Oder waren wir hier gerade drin? Ich weiß es nicht. Problem ist, die Gehege sind alle ziemlich im gleichen Stil immer. Dadurch kann man das sehr schlecht auseinanderhalten. Das finde ich sehr cool wieder.
Das hättest du auch als Gehegemauer hier nehmen können, was du hier gebaut hast. Hättest du dann vielleicht noch so ein paar Querstreben machen können? Das wäre richtig cool gewesen. Aber es sieht ja sehr schön aus. Dann dieses Frittenhaus. Oh, das ist meine Überraschung, oder? Juhu, cooles Frittenhaus. Da freue ich mich. Jetzt habe ich Hunger. Einmal Pommes, bitte. Sag gleich Miri, soll mir einfach Pommes backen. Backen. Vor allem frittieren. Frittierte Pommes schmecken besser. Schön fettig. Hier sind die nächsten Schildkröten. Leider auch nicht ganz so spannend, das Gehege. Stimme versagt auch schon. Mensch, was ist denn jetzt los? Kurz vor Ende. Guck mal, hier hast du auf jeden Fall schon mal das Gewässer ein bisschen interessanter gemacht mit ein paar Felsen und so, ein paar Blumen. Macht schon viel her. Das sieht auch schon wieder spannender aus, das Gehege, muss ich sagen. Da hast du dich ein bisschen mehr ausgetobt. Ja, das gefällt mir schon besser. Aber auch hier wieder leider die Standardbarrieren, die immer die Optik so ein bisschen kaputt machen. Oh, jetzt komme ich hier gar nicht mehr runter. Hier lang gehen. So. Wir sind noch Uran-Utans. Was natürlich sehr positiv ist, ist die Wegführung und dass du viele Tiere hast. Aber mit den vielen Tieren, das würde ich immer ja, gar nicht voraussetzen, dass man unbedingt die meisten Tiere im Zoo hat. Lieber ein bisschen mehr Arbeit in ein bestimmtes Gehege fließen lassen. Das finde ich auch immer sehr cool, dass du solche Bereiche hast. Froschhöhle. Das sieht hier am Rand schon sehr gut aus. Hm. Die Decke kann man aber noch ein bisschen was machen mit Felsen und so. Wobei die Grundform schon echt gut aussieht, wie du das hier gemacht hast. Sieht schon sehr interessant aus. Aber wieder eine sehr coole Idee mit der Froschhöhle. Hier gibt es auch noch mal was zu snacken. Kann man noch mal die Uran-Utans sehen. Und hier haben wir Kaffernbüffel. 37. Sind halt echt viele Tiere, die du hast. Da ist ja irgendwo klar, dass die Gestaltung ein bisschen auf der Strecke bleibt. Aber ein sehr guter Rundgang. Ich glaube, wir haben jetzt einmal alles gesehen. Ist 38. Das hatten wir auch schon gesehen vorhin, ne? Ja. Okay. Das war der Zoo. Inspire Zoo von... Moment. Katja war es natürlich. Ist mir sogar schon eingefallen, bevor ich die E-Mail geöffnet habe. Bin immer sehr vergesslich, was Namen angeht. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viele Tiere gesehen. Ich kann dir nur beim nächsten Mal empfehlen, weniger Tiere zu bauen. Bisschen mehr dann Arbeit in die Gehege fließen zu lassen. Weil wenn man so guckt, gerade hier auch bei dem Gehege sieht man das ganz gut, die Grundidee und der Grundgedanke von dem Gehege ist schon echt gut. Also es kann richtig ein richtig gutes Gehege hier werden. Allerdings ist es noch unfertig. Also da fehlt noch einiges. Die Bepflanzung kann man auch noch ein bisschen anders platzieren. Hier muss das natürlich alles noch fertig gemacht werden mit Felsen. Vielleicht noch ein Wasserfall oder so rein. Also da kann man noch sehr viel rausholen. Und die Eisenbahnfahrt werde ich jetzt auch nicht machen, denke ich. Wobei die gar nicht mal so schlecht aussieht. Das hast du ganz gut hier gemacht. Hier an den Klippen vorbei, bei den Bäumen. Fliegen mal so einmal kurz drüber. Ja, das hast du schon sehr gut gemacht hier. Ein schlechter Streckenverlauf. Weil ich weiß gar nicht, ob man da die Tiere zu Gesicht bekommt. Hier durch so eine Glasscheibe ist natürlich auch nicht so schön. Das hättest du bestimmt ein bisschen schöner regeln können. So, meine Güte. Hier nochmal hoch. Vielleicht nochmal durch einen Tunnel oder so wäre sehr, sehr interessant. Hm, hier geht es unter einer Brücke nochmal durch. Ah, da fährt sie sogar gerade die Eisenbahn. Oh, ist nicht schlecht. So, schauen wir nochmal bei Nacht. Ja, ausgeleuchtet hast du anscheinend nur hier vorne so ein bisschen. Und Straßenlaternen, also jetzt keine Highlights irgendwie mit Großscheinwerfern, außer hier vorne. Ah, hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Katja fandet. Und falls ihr den mal ausprobieren wollt, der ist auch unten in der Videobeschreibung hochgeladen. Und dann könnt ihr den mal selber anspielen. Falls ihr mal einen Zoo einsenden wollt, dazu stehen auch alle Infos unten in der Videobeschreibung. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.